das nicht der Knaller? Ja, willkommen in meiner Welt. Shaolin Tempel. So, ich geh mal rein, mal sehen. Jo! Willkommen in Berlin. Juhu! Shaolin Tempel Berlin.很久以前，在少林寺，是在一个深山里面，像老法师他们去化缘的时候，必须下山。下山，山上以前有豺狼虎豹比较多一点，就是为了自卫、防护、保护自己。一开始学功夫就是学最基本的，就是人的怎么说呢？素质也就是分的是你的个人。素质，不要什么，学会功夫之后说去什么打架斗殴了，就不行的。技术方面，最开始学习就是那些最基本的攻防含义，步行，就比如说五步拳、连环拳、小红拳，这最基本的套路，从最基本的开始。Wenn man Kung Fu trainiert, bleibt man fit und gesund, in Kondition, macht Spaß. Manchmal möchte man Kung Fu Master werden, ist ja anstrengend manchmal und benötigt viel Kraft. Ich trainiere in Kaiserslautern in der Kung Fu Academy. Meine Eltern sind Trainer. Ja, und dann haben wir eine Freundschaft mit dem Shaolin Tempel. Und sind mal hierher gekommen für 2 Wochen. Ja, man trainiert auch bei richtigen Shaolin-Menschen. Man findet Freunde. Also, 他们小孩子根本就不怕我们什么教练了或者是师傅了。在中国的话，小孩子看到我们就比较害怕的。这是一个在中国是一个很大的一个缺点。师生在一块儿就是平等的，下课的时候想说说想闹闹可以开玩笑嘛，在中国不行，小孩子一看到师傅扭头就走，害怕恐惧感。Ich möchte mal eine Meisterin werden und eine eigene Schule leiten und das Weitergehen des Kung Fu, weil es macht auch sehr Spaß und ja, das macht sie. So gewinnt man auch Kraft und Ausdauer, aber auch ein bisschen sehr anstrengend. Man trainiert bei richtigen Shaolin-Menschen.对德国人必须有耐心，特别小孩子。小孩子学功夫必须要学的话，小孩子学得快，忘得也快。
有的在这小孩子学功夫，有的动作一个动作教一个星期他不会，下星期继续教，必须慢慢的来，必须让他知道这是干什么用的，让他明白学功夫是做什么的。最重要的一点，它就是锻炼自己，提炼自己，以后遇到什么困难呢，它可以自己克服困难。其实这个练功夫呢，不能离开这个佛教的信仰啊。就是说呢，你有了佛教的信仰以后，那么呢，你做起事来才会与这个佛教，才会与这个武德啊，功夫的这个做人的这个道德相结合。它跟功夫有关系，因为你练功夫的时候呢，就是说是动的啊。那么呢，释迦牟尼呢做佛事呢是一个静的，就是说虽然说我们在诵经，我们在敲一些法器，但是呢我们的身心是很清净的。那么就是说功夫和这个佛事呢相结合呢，就是动静相合。人学功夫有两个方面，一是锻炼身体，二是保护自己，自卫。锻炼身体就是为了使自己更健康，不得什么不生病。保卫自己就是遇见什么困难呢，或是遇见什么危险的时候可以自卫保护自己。啊，这个本身这个功夫呢，在西方呢叫功夫，在中国呢叫武啊，武术或者叫武。武的这个意思呢，也就是说让人停止这个格斗啊。这个武术呢，也就是让人呢，通过练习武术呢，是让人更加的和平啊。最主要的还是语言上的问题。中国小孩，中国人练功夫有讲的时候比较透彻一点，讲的话他能明白这个是怎么用的，运用方式是什么，功夫含义是什么。像他们德国人，他们学这个东西就是只学会了，他根本不了解里边的功夫含义。他表现是有的时候感觉是很茫然，不知道怎么做。他学生就是学完一套拳，他还要第二套拳，他根本就领悟不到这套拳里面的功夫含义，他的运用方式是什么，怎么去运用它。他的学生把动作根本就做不到位，他做下个动作。这是在这儿的话学生是比较多的。
Ich mache das so gerne, weil es halt ungemein viel Spaß macht, weil man körperlich gut an seine Grenzen geht. Und ja, irgendwie Sport muss der Mensch ja machen. Und Fitness und so ist ein bisschen zu langweilig. Und hier hat das Ganze auch ein bisschen Hintergrund. Man macht ein bisschen Verschiedenes, Akrobatik, ein bisschen das Kämpferische. Und ja, das macht halt eine Menge Spaß. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, lange dran zu bleiben. Weil es kommt natürlich nicht der Erfolg von ungefähr, so von gleich von Anfang. Sondern man muss halt eine Weile machen und dann wird man ein bisschen besser und dann freut man sich. Und dann hat man aber auch wieder eine ganz lange Phase, wo man irgendwie nicht weiterkommt. Und dann schiebt man schon Frust und so, macht Pausen. Also ich habe auch 2 Jahre Pause gemacht zwischendurch und ja, aber man kommt zurück. Und wegen dem Frust hast du jetzt? Oder? Die Pause gemacht? Ja, weil ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Ja, es war irgendwie langweilig dann, weil ich nicht weitergekommen bin. Und dann hat es aber wieder Spaß gemacht, dann hatte ich wieder Bock und dann bin ich wieder hergekommen. Dass es auch Aggressionsabbau ist, Stressabbau, natürlich. Ich meine, man hat ja ganz oft im Alltag die Situation, dass man denkt, ah, fuck so, ich will irgendwas loswerden. Und wenn man dann halt körperlich fertig ist, geht man, also ich komme hier manchmal mit Scheißlaune an oder müde und gehe dann wieder nach Hause und bin wach und gut gelaunt und fit und so weiter. Und das ist schon sehr gut dafür, ja. Schwierigkeit gibt es eigentlich nicht so, also lernen kann es jeder und es kommt halt aufs Training an, so oft, also umso öfter man es macht, umso leichter fällt es einem auch und zu. Und man lernt auch den ganzen Bewegungsablauf schneller zu lernen nach einer Weile, also kommt einfach drauf an, auf Erfahrung und so. Also manche nehmen es zum Aggressionsabbau, ich eher nicht so. Ich brauche keine Aggression abzubauen, so persönlich, aber ja, kann man nehmen, wie man will.功夫和散打它两方面最大的区别就是功夫没有散打的进攻性强散打就是速度力量爆发力功夫就是它里面功夫里面的功夫含义是比较有意思的如果你要是学功夫的话慢慢体验出来它里面的功夫含义怎么去运用它是最好的散打 is sehr ähnlich wie Kickboxen und dadurch auch schon wieder so, hast du halt mehrere allgemeine Übungen, aber nicht so eine vielseitige. Ich mache kein Thunder, weil es mir zu anstrengend ist. Das Ganze, also dreimal die Woche Kung Fu und dann noch Sander zu machen. Und weil ich eh nicht das Ziel habe, im Ring zu kämpfen. Und dann habe ich mich eher für die ästhetische Version entschieden, als die Kämpfen und so. Das kann ich, aber ich habe es nicht gelernt, dass ich nicht mehr so gut bin. Wenn ich nicht mehr so gut bin, dann kann ich nicht mehr so gut sein. Ich habe es nicht mehr so gut sein. 保护弱小的人。这个现代生活呢，发展的越来越。 科技越来越发达，人的物质生活和生活呢，物质生活呢，越来越提高。但是呢，人的精神生活并不一定说随着这个科技的发达和物质生活的提高而提高。那么呢，我们现在的工作压力非常大啊，特别像这个白领阶层的啊，这个，那么呢，这个宗教的作用呢，也就是。 解除这些生活在这个压力高压之下的这些人的这个生活困境，那么呢就通过修习禅法，通过学习这个佛法的理论和通过练习功夫，减少他们生活当中所带来的不必要的压力。